Frauen würden niemals ihr Theater abbauen, in seine Einzelteile zerlegen, seine Funktionsweisen beschreiben und um zu schauen, was darunter werkelt, denn sie fassen es nicht als imaginären oder simulatorischen Spielort auf, sondern als Austragungsort ihres Lebens selber, das nicht die Bühne beschreiben muss, auf der sie spielen und die sie sind, sondern die das Stück, das aufgeführte Werk beschreiben muss und in seinen Ergebnissen erzielen durch Handlung, nicht durch Nachdenken oder Geschwafel. Stellen Sie sich mal vor, Sie würden in Neapel Scampolo so einen Vorschlag machen.